Und damit herzlich willkommen zurück zu Pokémon Smaragd. Ja, wie angedroht gibt es heute dann quasi eine reine Wettbewerbsfolge sozusagen. Ja, ich habe jetzt Unmengen an Beeren gemixt und zu Riegeln verarbeitet und diese Riegel haben dann noch meine Pokémon verschlungen. Ne, so dass sie jetzt eigentlich schon für die jeweiligen Wettbewerbe gedacht sind. So, und da gehen wir auf jeden Fall wie folgt vor. Ja, da werden wir auf jeden Fall erstmal mit Ziel den Coolness-Wettbewerb absolvieren, weil es gibt ja 5 Kategorien, ne? Also cool, schön, klug, schlau und anmutig, ne? So, und dann auch mal jeweils eine Normalklasse, Superklasse und so weiter. Also 4 Klassen insgesamt bedeutet, theoretisch haben wir 20 Wettbewerbe zu gewinnen. Genau, und wie gesagt, ich habe sie jetzt soweit mit der Riegel versorgt, sollte also eigentlich, ja, optimiert sein soweit. Beziehungsweise, es geht natürlich immer besser, ne, aber so viele Beeren auf einmal wollte ich ja die doch nicht machen. Vielleicht reicht es ja aus. Ja, auf jeden Fall, mit T-Zero werden wir dann auf jeden Fall in den Klugheitswettbewerb gehen. Mit Zion in den Coolness-Wettbewerb, da muss ich mich jetzt entscheiden zwischen Drasak und Zion, ne, weil beide können ja Coolness und, ja, da habe ich mich dann eben halt für Zion entschieden. Dann mit Kaiozzi werde ich in den Schönheitswettbewerb gehen. Mit Dark werde ich dann quasi in den Stärkewettbewerb gehen. Und ja, und wie man sieht, hier ist gerade ein neuer, weil, ja, den Vermisskampf, den will ich so oder so nicht benutzen. Ne? Deswegen habe ich dann quasi Frapsery jetzt genommen, weil nur er kann von allen Pokémon, inklusive allen auf der Box und eben des Teams, als einziger 2 anmutige Attacken, ne? Also nur er kann dann quasi in den Anmutwettbewerb geschickt werden. Bedeutet, ja, dann ist das quasi so ein Gastauftritt, ne, für Frapsery. Dann kann er quasi auch mal ein bisschen was reißen, auch wenn er sonst eigentlich nicht dabei ist. Gut, habe ich schon lange vor. Dann nehmen wir jetzt an unserem ersten Wettbewerb erstmal teil. Ja, natürlich. Wir vorschlagen natürlich Normalklasse. Erstmal cool. Und ja, Zion. Okay, der Pokémon wird an diesem Wettbewerb teilnehmen. Der Pokémon ist die Nummer 4. Der Wettbewerb wird in Kürze starten. Bin sehr gespannt. Bitte folge mir und viel Glück. Hallo! Wir fangen nun mit einem Normalklasse-Pokémon cool Wettbewerb an. Die folgenden Trainer und ihre Pokémon nehmen teil. Oh, ein Schwalbini. Na, mein Zion hat doch wesentlich mehr zu bieten. Einmal nur 2 Fifi von Jimmy. Ein Dugtief für Arme. Teilnehmer Nummer 3 Stolunio von Maria. So, und wir bei ihm, ja, kommen jetzt, bei Zion kommen jetzt keine Herzen. Teilnehmer Nummer 4, Zion von Fabian. Ja, ich glaube, das war doch die überwiegende Mehrheit hier. Nun haben wir alle 4 teilnehmenden Pokémon gesehen. Zeit für die erste Bewertung. Das Publikum entscheidet, welches Pokémon am besten gefällt. Und ohne weitere Verzögerung kommen wir zu der Bewertung. Bewertung läuft. Die Bewertung ist nun abgeschlossen. Während diese ausgewertet wird, kommen wir zum zweiten Durchlauf. Im zweiten Durchlauf zeigen uns die Kontrahenten die Ausdruckskraft ihrer Attacken. Hoffen wir, dass sie uns mit ihren Vorführungen den Atem rauben. Hoffen wir auf Enthusiasmus. Lass die Vorführung beginnen. Ausdruck 1. Welche Attacke wird gezeigt? Eine coole Attacke natürlich. Der nächste Ausdruck kann früher vorgeführt werden. Gelingt gut, wenn vom selben Typ wie der vorherige. Gut, dann nehme ich zuerst Ruckzuckieb. So, es steigt wieder Reihenfolge. Ha! Die Coolness von Zion war sehr gut. Klasse. Und ein Bonusherz. So muss das. Stolli führt Metal Clover vor. Die Kunst von Stolli war. Nee, das war. Also toll fand ich das jetzt aber nicht, muss ich sagen. Also jedenfalls nicht so gut wie der Rückzug gibt von Zion. Ja, das sind insgesamt 3, das geht ja.
Zumindest von Fifi war sehr gut. Aber nur ein Herz. Aber was soll dieser blaue Stern, ne? Weil ich Fifi verstehe das nicht. Zion erregte ein wenig Aufmerksamkeit. Nicht gut genug. Ausdruck 2. Welche Attacke wird gezeigt? Selbstverständlich der Flügelschlag. Aus Publikum. Zion begeistert damit Publikum mit Kuldes. Jawoll! Boah, das ist aber... Ja, Zion macht mich gerade sehr stolz. Die Apokalypse ist überhaupt nicht wahr. Ja, das gefällt mir. Familie führt Angelität vor. Es steigt in Einfluss auf. Nein, tut es nicht. Die Kultus von Schwimmi war sehr gut. Lässt sich schon mal streiten. Ein Body-Check. Nee, komm, so toll war der jetzt wirklich nicht hier. Ha! Zion hier die volle Aufmerksamkeit. Genauso muss das hier. Ausdruck 3. Welche Attacke wird gezeigt? Dann nehmen wir jetzt mal wieder. Natürlich, zu. Nein, warum so ekelhaft viel? Das gibt's doch nicht. Hör auf! Steigt da rein. Sehr schön. Und selbstverständlich war sie sehr gut. Niemand hätte irgendwas anderes hier erwartet. Ich verstehe nicht, was diese Sterne da sollen, ne? Wird sich der andere Pokémon im Meer bewusst? Haben wir nicht. Ja, nur ein wenig, das ist... Nee, komm. Aus Sophia. Ja, dann halt wieder Flügelschlag, ne? Ist doch ganz klar. Jawohl, und schon wieder begeistert. So muss das. Der gleiche Typ wie das vorherige Pokémon gut. Ach, verstehe. Einfach eiskalt ausgenutzt hier, dieses Schalbini. Der Brüller. Das war jetzt nicht so der Brüller, würde ich sagen. Bringt die Reihenfolge durcheinander? Die Kohle ist wirklich immer sehr gut. Aber warum? Hä? Warum ist das so durcheinander? Verstehe ich nicht. Ja, ich habe hier volle Aufmerksamkeit zu, wie sich das eben auch gehört. Jawohl. Ausdruck 5. Welche Attacke wird gezeigt? Selbstverständlich der Rucki-Zucki-Hieb. Na toll. Ich dachte, jetzt begeistert ich wie das Publikum, dann kommt der mit so einer blöden Attacke da. Und jetzt wird deswegen das, ja. Werden sie bei Schwalbini toben wahrscheinlich. Ja, natürlich begeistert ist das Publikum, aber nur weil dieses Stoludio da diesen komischen Attacke eingesetzt hat davor. Ey, nee, komm. Man kann es übertreiben, ne, mit dem Herz. Nein, hör da auf so mit den Herzen. So weit zur Ausdruckskraft. Ja, mal gucken jetzt noch. Die Bewertung ist auch hier beendet. Herzlichen Dank an die Teilnehmer für ihre wunderbare Vorführung. Damit ist die Bewertung abgeschlossen. Vielen Dank für alles. Kommen wir nun zu dem, was unseren Puls höher schlagen lässt. Die Bekanntgabe der Gewinner. Der Juror scheint für die Bekanntgabe bereit zu sein. Ich werde nun den Sieger bekannt geben. Ja, dann mach mal. Erster Durchlauf. Ha! Niemand kann das mit Zier aufnehmen. Zweiter Durchlauf. Ha! Die volle Leistung. Wow. Okay, das war knapp mit dem Schwalbini ein bisschen. Aber. Ist
Stadt auch keinen Zweifel. Selbstverständlich ist Zeon ja Sieger. Alles andere hat mich auch gewundert. Was soll das? Teilnehmer Nummer 4, Fabian und Zion. Herzlichen Glückwunsch! Klasse, damit hat Zion es doch schon mal geschafft. Bitteschön, bitte dieses Preis. Und wir überreichen dir hiermit dieses Band als Zeichen deines Sieges. Sehr schön, ein Band. Perfekt. Der Erfolg wird natürlich gespeichert. So, dann haben wir auf jeden Fall ja, was haben wir denn, ne? Als nächstes. Erstmal normal natürlich. Ja, komm, jetzt qualifizieren wir zum schönen Wettbewerb da. Bitte folge mir. Viel Glück. Hallo, wir fangen nun mit einer Normalklasse. Schön, dass wir Wettbewerb an. Die von Trainer und ihre Pokémon nehmen teil. Teilnehmer Nummer 1. Doxu von Carlo. Teilnehmer Nummer 2. X-Flies von Rudolf. Also vorhin war Jitsu für Arme, jetzt Rasak für Arme. Und das, okay, das ist irgendein Mobs. Mobso von Claudia. Kyozi. Oh, 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 die kommen ja gar nicht schon raus, hör mal. Nun haben wir alle vier teilnehmenden Pokémon gesehen. Zeit für die erste Bewertung. Das Polygon Shell, wie es mir am besten gefällt. Ja, meins natürlich. Und ohne weitere Verzögerung kommen wir zu der Bewertung. Bewertung läuft. Die Wertung ist schon abgeschlossen. Während dieses ausgewertet wird, kommen wir zum zweiten Durchlauf. Im zweiten Durchlauf zeigen uns die Kontrahenten die Ausdruckskraft ihrer Attacken. Hoffen wir, dass sie uns mit ihrer Vorführung den Atem rauben. Hoffen wir auf Enthusiasmus. Lass die Vorführung beginnen. So, was haben wir denn schönes? Schön natürlich. Erstmal hängt von Qualität des Auszugs des Vorgängers ab. Es gibt keinen Vorgänger. Irritier Pokémon. Oh, es gibt sogar. Ach so. Heißt das etwa, bei den anderen wird jemals ein Herz abgezogen? Verstehe ich das? Den also gleichen Typus zeigten. Hm. Ja gut, komm, nee, machen wir erstmal den Eisstrahl. Und eisen das ganze Publikum ein. Versuche die anderen zu erschrecken. Es hatte keinen Erfolg. Ja. Aber hey, die schöne Passion gut, also man soll das. Doxu. Silberhauch. Oh, das Publikum ist verschwunden. Die Tradition von Doxu stieg. Okay, nur zwei Herzen. Okay, es versucht zu erschrecken. Kann ich also springt auch mal toll. Nee, komm, bitte nicht so ein schwarzes Herz. Oh, nee. Okay. Wir müssen jetzt in diesen harten Zeiten zusammenhalten. Alle gegen Mopso. Es verhöhnt die besseren Pokémon. Doxu findet so seine Form zurück. Aber wie konnten die denn überhaupt durch den Nebel die Attacke sehen? Na egal. Ja, starb überhaupt nicht hervor wegen diesem blöden Mopso da. Na, warte du. Dich mache ich fertig. Komm, erstmal die ganze Arena unter Wasser setzen hier. Sonst soll die andere Ente nerven. Mopso blieb unbeeindruckt. Oh, dieser Mopso. Natürlich werde ich nervös. Warum fühlt Kyozi denn nervös? Ich verstehe das nicht. Ihr betrachtet es nur interessiert. Okay.
natürlich liegt die ganze Aufmerksamkeit wieder auf ihm, Mann. Ha! Oh. Tja, war nicht so gut, war. Ist zu nervös, um etwas vorzu... Oh, nee, das kann nicht wahr sein, ne? Also, der ist hier gerade eine sehr große Täuschung, muss ich sagen, in dem Wettbewerb. Er war nicht so gut. Das Publikum weiter am Mopso. Mopso ist der Liebling des Publikums. Nein. Das darf nicht sein. Konnte kein Ausdruck zeigen. Wegen diesem blöden Mopso. Mopso ist an allem schuld hier. Ja, dann halt wieder Eisstrahl, mein Gott. So, jetzt ist das ganze Publikum verwirrt. Warum setzt er denn hier Klugheitsattacken rein, Mensch? Ja, natürlich versucht es wieder alle zu erschrecken. Blickt irritiert zu Boden. Ein Hauch von Silber. So, jetzt aber bitte. So, und na, habe ich euch erschreckt? Na, na. Ja, sehr schön. Machst du keine Schreck? Ja, endlich, jawohl. Oh ja, oh ja. Genauso muss das. So, jetzt haben wir hier volle Aufmerksamkeit hier mal in der Runde. Sehr schön. Ausdruck Nummer 4. Selbstständiger Surfer. Sehr schön. Dieses Mal blieb unbeeindruckt. Also auch so ein bisschen zufallsbedingt zu sein. So, erstmal die ganze Arena unter Wasser setzen. Ha, viel besser, sehr schön. Genauso muss das. Klasse. Der Betrachter mich interessiert noch besser. Und ich begeistere und oh mein Gott und oh ja Junge, das habe ich gebraucht. Ich frage mich, wie der Mond hier in der Arena scheinen kann, aber okay. Kam ganz gut an, ja, aber natürlich kein Vergleich mit mir, ist ja klar. Oh ja, die volle Aufmerksamkeit, so wie ich das gehört hier. Wie wäre es denn mit Eisstrahl? Nein, du wirst mich nicht ernerven. Sehr schön. Nein, das war nicht gut. Oh, aber ich habe wieder nervös. Enttäuscht durch Wiederholung. Ha! Ausgezeichnet. Das eine leitet das andere freut. Ja, springt auf. Oh, ist das bitter. Ich hätte es ja aber eher Mopso gegönnt, ehrlich gesagt. Ich natürlich versucht, sie das zu erschrecken. Oh, oh, oh ne, okay, oh, jetzt tut er mir aber langsam leid. Ja, okay, jetzt tue ich mir auch leid wegen dem blöden Mopso, ey. Guck euch hier nochmal an, diesen dicken. Diesen, keine Ahnung. Das ist ja noch nicht mal ein Roboter, das ist irgendwie was anderes. Aber, man, einfach diesen komischen Mops oder halt. Keiner mag den. Niemand. Die Wertung ist auch hier beendet. So. Mal schauen. Ja, okay, minimal.
habe ich dann Vorsprung, ne? Bei dem ersten. Tja, und schon ist die Leistung. Ja, oh mein Gott. Also, ich muss ja sagen, Kaiyuzi, ich bin stolz auf dich. Die anderen haben ja noch nicht die Hälfte des Balkens erreicht. Wahnsinn. Fabio und Kaiyuzi, herzlichen Glückwunsch. Bitteschön, bitte, dies ist ein Preis. Wir brechen hier mit dieses Band als Zeichen des Sieges. Band. Sehr schön. Und selbstverständlich werden wir auch hier speichern. So, jetzt müssen wir mal schauen. Dann als nächstes. Naja, müssen wir mal gucken. Normal natürlich. Schön. Anmut, ja. Da kommt jetzt der Frapstory. Bitte, folgt mir und viel Glück. Hallo, wir fangen nun mit einem normalen Klasse-Pokémon Anmutwettbewerb an. Die folgenden Trainer und ihre Pokémon nehmen teil. Teilnehmer Nummer 1, Schluppi von Melanie. Teilnehmer Nummer 2, X-Flies von Rudolph. Teilnehmer Nummer 3, Luxi von Clara. Jo, kam ganz gut an, würde ich sagen. Ja gut, also im Prinzip können wir ja die Texte hier immer die gleichen. Jetzt mittlerweile. Okay. Anmut, Anmut. So, kann Irritation durch andere einmal verhindern. So, Irritier-Pokémon, die auf der Jura 8. Oh, das ist eigentlich jetzt beides ein bisschen lame, ne? Es kommt ein wenig zur Ruhe. Jura betrachtet, was sie interessiert. Ja, hier wird nicht geschlafen, das ist ein Wettbewerb, hallo? Aha. Die betrachtet ihn also auch interessiert, wie es aussieht. Aber X-Flies, war der nicht vorhin schon da? Doch klar, das ist doch derselbe. Das gibt's doch gar nicht. Interessant. Interessant, interessant. Jetzt kommen wir mit dem Sandwirbel daher. Alles klar. Sehr schön, er wird nur beeindruckt. Sehr schön. Oh, aber er wird nervös. Tempunkt zur Schrecke. Ja, ja, und hat's geklappt? Jawohl, ja. Was mich natürlich interessiert. Oh nein, jetzt folgt aber ein anderer ab. Der X-Flies da irgendwie nicht gepunktet hat beim Publikum, warum auch immer. Kam nicht gut an. Ah ja, das ist natürlich logisch. Es kam nicht gut an, aber das Publikum ist begeistert. Okay, logisch. Okay, erst so nervös, alles klar. Ein wenig Aufmerksamkeit, ja, aber ein wenig ist nicht gut genug.
Da kann ich das natürlich andere einmal verhindern. Eine sehr ansprechende Vorführung. Na ja, gut, aber leider Stärke, ne? Ah, nee, komm. Dann igel ich mal ein. Aber irgendwie sind die Attacken so nicht das Gelbe vom Ei, von ihm. Oh oh, das Publikum wird schläfrig. Ja, schon wieder. Mein Gott, der X-Flächer kann mir ja leid tun. Das war ja vorhin auch der, der die ganzen schwarzen Herzen kassiert hat im Wettbewerb davor. Oh Gott, der kriegt doch bestimmt Schläge von seinem Trainer. Wieder nur ein wenig Aufmerksamkeit. Ah, das kriege ich alles nicht. Ja, komm, jetzt über der Sandwirbel. Jetzt hoffe ich, räume ich dann auch gleich ab beim Publikum. Ausgezeichnet. Da besteht ja doch noch Hoffnung. Und ihr Mut war sehr gut. Und natürlich kein Vergleich zu meinen Attacken. So, Publikum ist verwirrt. Ja, das sieht doch mal wieder ganz gut aus, würde ich sagen. Ich glaube, das war's auch schon, oder? Oh, nee, einer kommt noch, einer geht noch. Ja, gut. Dann würde ich mal sagen, der eine Igler, ne? Ganz klar. Oh, der mit dem nervös machen. Oh, der Publikum wird schon wieder schläfrig. Ja gut, der Luxi wird auf jeden Fall auch nicht abräumen. So viel ist schon mal klar. Ja, aber ich denke, im Großen und Ganzen werden wir das wahrscheinlich auch wieder hier gewinnen. Das ist das Ding. Ah, komm, also so viel besser war das jetzt auch nicht. Auch wieder nur ein wenig. Soweit die Ausdruckskraft. Nice, wir sind mal gespannt. Die Wertung ist auch hier beendet. Herzlichen Dank an die Teilnehmer für ihre wunderbare Lalalala. Das kennen wir eigentlich auch schon. So. Jetzt geht's ans Eingemachte. Ja. Mhm. Ah, ja. Ein bisschen mehr, ne? Aber auch nicht viel mehr, tatsächlich. Ui. Das war knapp, möchte ich mal sagen. Aber das Endergebnis zählt. Selbstverständlich. Teilnehmer Nummer 4. Fabian and Frapstery. Ja, klasse. Genau so muss das auch. Gut, dann haben wir hier schon drei Kategorien gewonnen.
Und wie gesagt, dann gibt es ja noch hier Superklasse, Masterklasse und so. Ich glaube, die anderen, oder sagen wir zumindest in eine der beiden Klassen, können wir ja nochmal eventuell reingucken. Ne? Schauen wir mal. Aber erstmal natürlich kommt der Klugheitswettbewerb. Jetzt ist der T-Zero dran. Und dann noch am Ende Dark D. Da bin ich mal gespannt, wie der Dark D sich dann schlagen wird. Hallo, wir fangen mit einem nochmal Klasse Pokémon Club Wettbewerber, die fangen Trainer und ihr Pokémon nehmen teil. Kadinja von Willy. So aus dem Sturm nicht mehr raus, war. Schön. Und dann. Ah ja, stimmt jetzt. Kommt ja wieder das mit den Attacken. So, jetzt bin ich mal gespannt. Bremst zeitweise Begeisterung des Publikums. Das könnte man eventuell taktisch irgendwie anwenden. Irritiert die Pokémon, die schon aufgetreten sind. Gut, da ich jetzt sowieso das erste drin, könnte ich ja theoretisch auch eine andere Attacke einsetzen, einfach, ne, weil dann wird das Publikum ja eh noch nicht ausrasten. Ändert die Reihenfolge in den nächsten Auftritte. Außer also, gelingt sehr gut, wenn das erste vorgeführt wird. Ja! Wie gesagt, hat zwar nichts mit Klugheit zu tun, aber machen wir einfach mal. Ja. Ja, ist egal. Spielt doch keine Rolle. Meint, die Aufmerksamkeit liegt auf mir. Guck mal, du hast hier nur drei Herzen. Ja gut, vier dann, meine Finger, aber immer noch weniger als ich. Was soll das? Kein Grund, gleich abzuheben hier. So, das Publikum wurde bepflanzt. Warum drehe ich mich irritiert um, was soll das? Nee, komm, hab. Nein, ich habe mich nicht irritiert umgedreht, Mann. Blödes Knilzli. Ich habe dieses Ding schon immer gehasst, ich weiß auch genau warum. Schon wieder dieser X-Fleiß, der ist hier überall, ne? Er will es einfach immer wieder wissen, aber am Ende bekommt er doch immer wieder einen drauf. Ist doch immer das Gleiche. So, was machen wir denn jetzt Schönes? Ja, die schon aufgetreten sind. Ne, komm, dann mach ich mal Seher. Ich sehe den Sieg voraus. Ja, läuft. Okay, der saugt das Publikum aus. Och nee, T-Zero. Das kann doch nicht wahr sein. Okay, schon wieder wird das Publikum ausgesaugt. Ja komm, erschreck dich dann bitte auch. Jawoll! Na, wie fühlt sich das an? Wie fühlt sich das an? Und ich wusste es, Kadinja. Dein Herz ist so schwarz wie Kohle. Oh nein, jetzt ist das Publikum paralysiert. Nee. Toll. Was für eine Nullnummer. Also okay, Kadinja hasse ich, aber Knilzi hasse ich noch viel mehr. So, Ausdruck 3. Wie wäre es dann mit, ja, komm. Thank you.
mal schauen, mal schauen. Ha! Oh nein, wir, du räumst jetzt noch ab, Knilzi. Na, natürlich versuche ich die anderen zu erschrecken. Das kann ja nichts anderes. Ach du meine Güte. Ach du, schon wieder so eine Nullnummer wegen dem, das kann doch nicht wahr sein. Null Herzen hier. Ja, ja, genau. Mann, du bist so scheiße, weißt du das? Kann doch nicht wahr sein. Gibt's nicht. Oh, der arme Exploits. Nee, komm, T-Sion, das kannst du mir sicher. Nee, wie scheiße ist das denn jetzt, bitte? Ja, natürlich nur ein Herz. Mann, nee, komm. Oh, nee. Warum ist er denn so schreckhaft, der T-Zero? Bremszeit für die Begeisterung. Warum ist das jetzt hier rot? Heißt, will mir das Spiel versagen, dass die Begeisterung gar nicht mehr sinken kann? Was jetzt T-Zero angeht, oder was? Oh je. Ne, scheint doch zu gehen. Warum war das denn rot, bitte? Oder haben wir das Spiel jetzt den Hinweis gegeben, dass das jetzt die beste Option wäre, momentan? Tja. Oh, naja, toll. Ja, natürlich, jetzt verliebt sich noch das Publikum in den... Oh, nee. Ja, natürlich soll er die anderen noch nerven. Dass es nicht geklappt hat. So, jetzt mache ich euch richtig fertig. Ich würde hören und sehen vorgehen, das sage ich euch jetzt schon mal. Hm. Die Commodore-Ausdrücke kam gut an. Und wie gut. Und weiter in Kalender. Nein, tut es nicht. Ja, wie? Sehr, sah keiner. Was war's? Hm. Naja, gut. Man hat ja in der Runde wieder ein bisschen abgeräumt. Naja. So, genau, das will ich jetzt gerne machen. Doch, die Zero ist. Hör doch auf, nervös zu werden. Versteht das einfach nicht. Ha, aber er ist enttäuscht durch Wiederholung. Ha, so, das hast du jetzt davon. Oh, das gefällt mir. Bin immer besser hier. Zero, das kann doch nicht wahr sein. Der hatte richtig Lampenfieber, ne? Ja, aber jetzt auch nicht besser. Joa, kein Ausdruck. Ne, das war nicht so, das geht vom Ei weiter. Weiße. Ne. Das hätte ich besser laufen können, der Runde. Also da bin ich mir jetzt echt unsicher, wer gewinnt. Die Hoffnung ist ja noch irgendwie, dass ne, der T-Zero da mein Publikum noch ein bisschen gepunktet hat. Na, ja, war noch am besten auf jeden Fall. Oh nein, das kann nicht wahr sein. Oh, dritter sogar nur. Oh nee, das war nicht gut. Ja gut, aber er ist immer irgendwie sehr schön nervös geworden, leider. Okay. Also mit T-Zero habe ich es leider nicht geschafft. Leider Gottes. Naja, aber irgendwann mache ich das bestimmt nochmal. Ja gut, dann direkt zum nächsten Wettbewerb. Zum letzten. Normal. Stärke und Dakti. So, und die, wie gesagt, die anderen Wettbewerbe, die werde ich dann wahrscheinlich alle soweit offscreen machen, ne? Weil dann kennt man das ja schon soweit. Nur, dass es, wie gesagt, immer etwas schwieriger wird. Höchstens die Masterklasse, die werde ich dann vielleicht eventuell noch zeigen, ne? Aber die anderen dann wahrscheinlich nicht. So, Dakti.
So, Stärke. Nee, aber gerade hat man natürlich viel Pech da in dem Wettbewerb gerade. In dem Klugheitswettbewerb. Natürlich ein bisschen suboptimal gelaufen. Aber was willst du machen? Jo. Das kommt soweit ganz gut an. Naja, aber ist leider sehr, sehr schreckhaft, der T-Zero, ne? Von daher. So, Auszug. Gelingt zu. Wie der das vergehen ist, kann Irritation durch andere verhindern. Ich glaube, den Sinn Auszug. Gelingt gut, wenn die Konditions-Pokémon. Ja, ist seine Kondition gut oder ist es nicht? Das ist die Frage, ne? Schwacher Auszug wegen schlechter Kondition. Oh Gott. Die Stärke von der Kiefer sehr gut, ja, wow. Schlecht, außer wie schlechter Kondition, mein Gott, das kann doch nicht wahr sein. Selbst im Wettbewerb soll nur am Versagen. Joa, da kann er wohl auch nichts viel reißen hier, ne, in dem Wettbewerb. Ja, scheiße, wa? Ja, natürlich stach er nicht besonders hervor. Das tut er ja nie. Ja. Zumindest kann er vielleicht eventuell andere irritieren. Durch seine bloße Anwesenheit. Schauen wir einfach mal. Oh ja, zumindest kann er jetzt hier abräumen. Das ist ja schon mal ganz gut. Und eventuell noch andere erschrecken. Aber ich wette, er schafft's nicht. Ja, natürlich. Okay, okay, ja gut. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, aber habe ich natürlich nichts gegen. Umso besser. Oh, das finde ich auch natürlich sehr gut hier. Oh Gott, das arme Publikum, was das alles durchmachen muss. Ich wette, dass die, vor Angst in die Hose geschissen. Ja, natürlich, natürlich. Ich habe nichts anderes von dir erwartet, Tag. Der lässt sich aber auch immer wieder einschüchtern, der Kerl. Ja, die Kondition ist nicht gut, das ist ja das Blöde. Ausdruck gelingt so gut wie der das Vorgänger. Einfach mal ausprobieren. Und mit anderen Attacken kann er sowieso nicht viel reißen. Warum kassiert er denn immer so viel? Geht so nicht. Okay, so jetzt bin ich mal gespannt. Scheint ja so gut wie der des Vorgängers. Mann, wie die vorgegangenen Pokémon. Ja, okay, das ist ja gar nicht mal so schlecht eigentlich dann tatsächlich. Oh nein, der Kiefer sich wieder in die Hose machen, ich weiß es jetzt schon. Oh, das haut ja richtig rein. Okay, damit kann man noch ein bisschen leben. Oh.
Ja, da habe ich natürlich auch nichts gegen. So, was machen wir jetzt? Ja, komm, irritieren ist immer gut, ne? Wenn man schon selbst nicht punkten kann, kann man wenigstens dafür sorgen, dass man die anderen Mitte in den Abgrund nimmt. Tja. Hier wird kein Publikum mehr begeistert, glaube ich. So. Na, und hat's geklappt. Klasse. Ah, dieser Stolli. Der Mann, der alles kann oder was? Nichts fürchtet. Ja, der kann ich einfach springen. Oh nee, Dark, Mann. Aber dieser Scholli, ne? Der hat vor nichts Angst. Der kann alles perfekt. Der räumt am meisten ab. Nee, das kann auch. Warum bekommt er eigentlich von seiner eigenen Attacke noch Punktabzug? Eigentlich müsste ich hier nur mal lesen, was da los ist. So, ist es sowieso die letzte Runde. Mimikry. Komm, mach ich einfach. Ist zwar Anmut, aber egal. Hauptsache, das Publikum wird nicht von anderen begeistert. Oh, guck mal, wie der immer abräumt. Ist das ekelhaft, du. So, Kugelsalat. Oh, das tut gut. Oh, tut das gut. Danke. Danke, Samini. Das ist hier richtig geil, die Mimikry, hör mal. Ja gut, du kannst natürlich auch Pech haben, ne? Aber im Prinzip kannst du ja so ein bisschen das strategische mit vorgeben. Wenn du weißt, aha, der macht doch schon wieder was Gutes oder so. Das könnte halt hier echt den Arsch retten hier im Wettbewerb. Ja, eine mega Aufmerksamkeit. Jo, ich habe da eigentlich ein recht gutes Gefühl jetzt sogar. Aber schauen wir mal. Das war doch schon mal sehr gut. Ja, das haben wir locker geregelt, das Ding. Klasse. Ja, dann haben wir bisher alle Wettbewerbe gewonnen, außer den Klugheitswettbewerb. Zumindest was die Normalklasse angeht. Bedeutet, ich muss ja wahrscheinlich nochmal auch vor allem mit ein bisschen Pokémon-Regeln arbeiten und eventuell anders strategisch vorgehen. Und einfach hoffen, dass der T-Zero nicht mehr so ängstlich ist. Naja, aber dann klappt das bestimmt schon. Und wie gesagt, die anderen Wettbewerbe, ja, also egal ob jetzt normal, Superklasse oder Masterklasse oder was es dann noch gibt, die werde ich dann so für mich machen dann nochmal, ne? Wie gesagt, da werde ich zwischendurch bestimmt ein paar Beeren noch und so mixen. Halt, da war doch jemand da. Warte mal. Toll, jetzt ist er weg. Mann. So, was haben wir denn hier jetzt Schönes? Ach! Jetzt hänge ich meine Frapstory Normalklasse. Ah, Cadinia. Duck D, sehr schön. Ja, wie gesagt, werde ich dann noch mit ein bisschen Pokeriegel aufputschen und so. Schön, Normalklasse. Qualifizierung, sehr schön, sehr schön. Ja, und wie gesagt, die anderen Wettbewerbe werde ich dann so machen. Ne, und ansonsten. Werde ich dann euch irgendwann nochmal die Masterklasse-Wettbewerbe zeigen. Weil ich die machen werde, kann ich allerdings noch nicht sagen. Ne? Werde ich wahrscheinlich auch so einen extra Part machen. Ja, weil 5 Wettbewerbe, ja, das nimmt doch schon ein bisschen an Zeit. Ja. Und die Frage ist jetzt auch, was wir dann aber als nächstes machen sollen. Ne? Ich glaube, ich weiß wohin. Ich vermute mal zum
Kyroberg. Aber. Weiter nochmal. Da muss man. Doch, ich glaube. Von. Doch, von Bad Lavastadt müssen wir, glaube ich, am schnellsten hinkommen. Weil ich meine, es hieß ja, wir sollen als nächstes irgendwie zum Magma-Geheimversteck, ne? Können wir da mal schauen. Aber, hier sollten wir unbedingt. Oh, das war das falsche Gebäude. Jetzt sollen wir unbedingt wieder den Frepsery loswerden. Und wieder unseren VM-Sklaven nehmen. Denn. Ja, den brauchen wir natürlich. Auf unserer Reise. So, dann nehmen wir mal dich. Moment, Moment. Ja, 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 schon klar. Ach nee, stimmt, ich muss ja. Ah. Erst ablegen und dann. Nehmen. So, so war das. Ablegen. Nehmen. Ist klar. Bedeutet, ja, wie gesagt, die ganzen Wettbewerbe, die mache ich irgendwann dann nochmal offscreen, ne? Und die Masterklassen-Wettbewerbe, die werde ich euch dann aber zeigen. Und wie gesagt, werde ich wahrscheinlich auch einen extra Part wieder dafür machen, eben weil das immer so dauert, ne? Relativ lange. 5 Wettbewerbe, ne? Ungefähr ein Part. Vor allem Masterklasse-Wettbewerbe, da müsste man vielleicht noch sogar ein bisschen mehr überlegen, ne? Weil es kommt ja doch schon auch ein bisschen auf Strategie an und so. Ja klar, Glück hat da natürlich auch mal ein kleines bisschen mit zu tun, aber eben auch Strategie. apropos. War da nicht sogar noch ein geheimer Pfad, den man da nehmen konnte? Weiß ich gar nicht mehr. Mal schauen. Schutz, 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 Superschutz. Da, genau, da war noch was. Wusste ich doch. Das haben wir nämlich noch nicht. Mhm. Kleines, aber feines Schieberätsel, wie es aussieht. Bloß nichts Falsches machen. Okay, da haben wir schon ein Item. Toxin. Das könnten wir doch auch mal eigentlich ganz gut gebrauchen. So, jetzt bloß nichts Falsches machen hier. So. Und auch da haben wir noch was. Feuerstein. Alles klar, und mehr gab es hier dann nicht. Ich verstehe. Naja, aber immerhin, immerhin. So, und jetzt müsste da doch eigentlich dann das Magma versteckt sein, oder? Warte mal. Ich weiß es gerade echt nicht mehr. Doch, klar, Mensch, jetzt weiß ich, wo wir wieder weiterkommen. Zwar. Da war doch noch am Pyroberg so eine Route, die wir eben noch nicht genommen haben, ne? Naja, ihr werdet es ja gleich sehen. So, genau, da kommen wir dann auf jeden Fall wieder auch mit der Story weiter. Meine ich zumindest. So, jetzt auf jeden Fall auch nochmal Schutz, ganz wichtig. So, alles klar. So, genau, genau, weil dann müssen wir ja hier vorbei. Genau, dann war hier ja die Route. Genau, und dann war hier noch so ein Zerschneider,
Biergarten, sag ich mal. Ah ja, da sind dann wieder Bären. Da ist dann noch ein Doppelkampf. Ja gut, ich schlage vor, dann kämpfe ich erstmal gegen die. Tizio ist vorne. Ich schlage vor, dann wir mal wechseln. Hier im Tausch. Ja, sollte passen eigentlich, ne? Pyroberg, wo die Geister der Pokémon wohnen. Wohnt dein Pokémon auch? Ist gerade kein Trainer näher, lasse ich mir wohl gegeneinander antreten, aber ich schaue ich ihnen zu. So, ich bin gespannt, was ihr so zu bieten habt. Mal nicht viel. So, Psychokinese. Biss. Ja, ist ja auch kein Problem. Könnt ihr das so überleben? So, klasse. Aber einer kommt ja noch und der da wäre Schuppi. Wunderbar. Okay, alles klar. Dann auf jeden Fall noch hier zwei Bier zum Pflücken. Das ist bestimmt ein unsichtbares. Ja, wusste ich doch. Das ist einfach zwar auffällig mit der Stelle da. Ja gut, dann wirkt der Schutz halt nicht mehr, was soll's. So, noch ein schönes Elixier. Da können wir auch nochmal runter, aber jetzt muss ich da gucken, ob da was ist. Nope, sieht nicht so aus. Na gut, die wilden Dinger, die hier so rumlaufen. Naja, die kennen wir ja schon längst. Muss ich nicht haben. Also nicht nochmal. Möchtest du wissen, wie stark du bist? Ich werde dich testen. Ah ja, du willst das also beurteilen? Interessant. Dann machen wir das mal wie folgt. Schockfälle. Ja, Flutief hat mich damals eigentlich auch ziemlich beeindruckt, aber irgendwie... Ja, wie Staffel, was gibt das denn jetzt? Aber irgendwie... Fand ich das schade, dass es keine Weiterwirkung hatte. Hätte Potenzial gehabt, auf jeden Fall. Naja, aber es ist sehr, sehr selten, dass ich mal ein Pokémon in Steam nehmen würde, das keine Entwicklungsstufe hat. Ich glaube, das Einzige, was mir jetzt spontan einfällt, ist Tauros. Das fand ich eigentlich noch ganz cool, obwohl es keine Weiterentwicklung hatte. Aber sonst fehlt mir eigentlich keine Zeit.
Zeichenstrahl. Och nö. Bitte, bitte nicht sowas. Bitte nicht. Ja. Oh, dafür, dass es aber nicht so effektiv ist, haut das doch ziemlich rein, würde ich sagen. Und nein, du setzt jetzt nicht nochmal Attack ein. Weil irgendwann reicht es auch mal. Pelipern, da bleiben wir jetzt mal bei. Und schockieren ihn mit einer Schockwelle. So, wunderbar. So muss es laufen. Du kannst gerne weitergehen. Und da haben wir wieder Doppelkampf, wie es aussieht. Diese Melodie wirkt nur im Dunkeln. Wunderbar. Pokémon sind meine Großleidenschaft. Wir sind absolut cool. Sie sind die beste überhaupt. Diese deiner Meinung nach vielleicht die beste überhaupt. Aber man kann das doch nicht verallgemeinern, Mensch. Das ist doch alles Geschmackssache. Was soll das? Wohin diese Route führt, weil auf der Karte sah das aus, als ob die einfach nur in den Stadt zurückführt oder so. Aber ich hoffe mal, hier ist noch irgendwie was, wo wir storymäßig weiterkommen. Weil ich sag mal, in das Aqua-Versteck können wir zwar auch rein, aber wir können Team Aqua da nicht rausjagen. Weil die lassen uns ja seltsamerweise einfach wieder gehen. Obwohl wir die geheime Festung entdeckt haben. Ja, aber ansonsten. Ja, wie gesagt. Die andere Idee, die ich ja noch hätte, wäre dann eben nochmal da zu schauen, wo diese Aqua-Dude war, ne, in der Nähe von Bad Lammerstadt. Eventuell da können sie sich auch noch rumtreiben. Und ja, vielleicht müssen wir ja erstmal in die Magma-Basis eindringen und dann erst in die Aqua-Basis. Aber jetzt rein storymäßig gesehen, ergibt das irgendwie keinen Sinn, ne? Weil. Weil, dass sie uns dann einfach so wieder gehen lassen, die Team Aqua-Leute. Ich meine, die müssen doch eigentlich in Betracht ziehen, dass ich dann das den Behörden melde und sage, hey, Officer so und so, da ist Team Aqua in dem Versteck da, in der Nähe des Strandes in der Höhle. Könntet ihr mal bitte da rausjagen? Ja, ne? Dann wird die Basis vom SEK gestürmt oder so. Dann erschießen sie die ganzen Aqua-Leute da oder so. Oder verhaften sie, je nachdem. Ne? Und dann ist die Sache eigentlich gegessen. So einfach könnte es gehen, aber nee. Komischerweise lassen sie mich gehen und komischerweise sage ich auch nichts den Behörden. Ja, wahrscheinlich, weil ich mich für zu gut halte und das alles alleine erledigen möchte. Einfach nur, um dann als Held gefeiert zu werden. So. Genauso wird es wahrscheinlich sein. Ja, gut, haben wir die auf jeden Fall auch erledigt, ne? Die zwei Spaßvögel. Und ich würde sagen, dann gehen wir erstmal weiter. Nächstes Mal hörst du dir aber das ganze Lied an. Guitarist Carrie. Und das wird selbst getragen. Na toll. Vitalkraut. Schon wieder ein Doppelkampf, meine Güte. Sei nicht zu erfreut, wenn deine Pokémon Psychokräfte entwickeln. Du musst diese Kräfte modellieren können, um sie sinnvoll einsetzen zu können. Hallo Kind, hast du ein bisschen Zeit übrig? Nee, eigentlich nicht, aber naja. Du lässt mir ja keine Ahnung, wie es aussieht. Na, ich denke, da der Part letztens ein bisschen ja, geringer war als eine Stunde, kann ich den vielleicht auch so ein kleines bisschen mehr in die Länge ziehen, so 10 Minuten drüber oder so. Damit sich das wieder ein bisschen ausgleicht. Oh ja, ist perfekt. Wir können der Dark ja mit Biss angreifen. Und der T-Zero, das Makuhita, mit Ziehstrahl. Das ist beides effektiv.
Konzentrator. Damit hast du wohl nicht gerechnet. Ja, das sollte ja auch kein Problem sein. Na gut, dann saß halt eine Attacke voraus. Oh mein Gott, kannst du jetzt auch nichts verkaufen. Ja, aber natürlich muss er noch überlebt haben. Zum Demeter. Ein Lebensbalken. So, klasse. Ich brauche jetzt noch Genesung. Was denn sonst? Ah ja, jetzt kommt noch ein Lunar Stone. Ja, was machen wir denn da? Psycho Chinese und Bissfüßer. Oh. Ist ja gar nicht so effektiv. Na. Haut aber trotzdem rein. So, Wächter mit. Ich würde gerne wieder gegen dich kämpfen. Und was mit dir? Nee, eigentlich nicht. Ah, toll. Schon wieder ein Doppel. Mein Gott, wie viele Doppelkämpfe gibt es denn hier? Ach so, hier war ich schon. Okay, das ist noch ein Item. Okay. Ja, dann geht es wohl tatsächlich über Klapperstadt weiter, beziehungsweise von da aus. Lammerstadt, Bauernbad, Lammerstadt. Da. Ja, gut, dann nochmal ins Focus Center, ne, wegen der Heilung. Und dann gehen wir tatsächlich erstmal da. Wo ich glaube, dass das Versteck ist. Ich meine, das war jetzt. Ich meine, an der Stelle, da wusste ich auch eine Zeit lang gar nicht, wo es weitergeht. Also, wo ich das erste Mal gespielt habe. Ja, gut, man hat zwar den Hinweis bekommen, aber ja, wenn man das erste Mal sowas spielt, dann weiß man das jetzt nicht unbedingt, wo man dann nochmal hinkommt. Ach nee, was ist denn? Ich bin's Hero. Ich möchte gern Hero. Rate mal, was ich gerade sehe. Zwei Kämpfe in der Wabu. Vielleicht sollte ich versuchen, den Gewinner zu fangen. Ich habe jetzt keine Zeit, ich muss los. Also, mit dem möchte ich ehrlich gesagt nichts zu tun haben. Kann ich nicht die Nummer löschen von dem? Warte mal. Hero hieß er nicht, wahr? Hero, Hero, Hero. Na, wo ist er denn? Da, Hero. Prüfen. Durch Stärke gewinnen. Irgendwann habe sie nachts gefangen. Oder, um nicht zu sagen, gestohlen. Wortwurst, kräftiger und zähe. Wo sind die besten? Möchte ich ihn gerne löschen? Hallo? Aber kann ich anscheinend nicht. Das ist, Mist. Au, aber ich sehe gerade, Bänder, Bänder. Ah ja. 1 von 4. 2 von 4, Leute. Ich verstehe. Ja. Okay, also 4 haben bereits, wenn wir gewonnen, das heißt, wir haben bereits 4 von 20 Bändern insgesamt, ne? Möglichen 20 Bändern. 5 von jeder Kategorie und dann nochmal jeweils 4 von jeder Kategorie wegen ja, den verschiedenen Klassen. Da haben wir noch ein bisschen was vor. So, auf jeden Fall, jetzt müssen wir da hochfahren und dann von da aus ins Versteck, glaube ich. So, schauen wir nochmal.
Fels reagiert auf das Arkbeinblick? Ah, oh, ah. Verstehe, deswegen also. Ja, dann ist ja alles gut. Ja, perfekt. Dann würde ich sagen, geht es im nächsten Part einfach hier weiter. Im Magma-Versteck. Es wird ein Fest. So. So, und bis es soweit ist, würde ich dann auch hier, wie immer, sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Bärenbruder.